Hello, my ladies and gentlemen, willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch Jajik. Jajik ist eine Beilage, die besteht aus Knoblauch, Joghurt und Gurken. Passt hervorragend zu Bohneneintopf, zu Reis, zu Kanierek und zu vielen anderen Gerichten. Je nachdem, wie man die Konsistenz möchte, gibt man Wasser dazu oder nicht. Also dickflüssig zu flüssig. Und am besten schmeckt es schön gekühlt. Ja, ich zeige euch, wie man es macht. Let's go! So, ich nehme eine gewaschene Gurke. Davon werde ich ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte werden, ungefähr das dreiviertel Stück. Nehme mir eine Schüssel, eine Reibe. So, die Gurke wird jetzt nun gerieben, am besten mit der groben Seite. So, jetzt reiben. Die Reibe schon sauber machen. Nach Wunsch gibt man dann ein bis zwei Knoblauchzehen hinein und die werden schön fein hineingerieben. Hinein gebe ich etwas Salz, etwas getrocknete Minze, etwas gehackten Dill. So, dann kommt Joghurt dazu. Zum Anfang erst einmal 300 Gramm. Dann wird das gründlich umgerührt. So. Bisschen Joghurt kann noch dazu. Klar, das Ganze ist noch dickflüssig. Die Gurke wird hier noch etwas Wasser verlieren, aber wir geben noch etwas Wasser dazu. Am besten kaltes Wasser und das geben wir nach und nach dazu. Ist nicht zu viel, bis wir die gewünschte Konsistenz haben. Und das decken wir jetzt einmal ab und stellen das in den Kühlschrank und lassen das jetzt ein bisschen abkühlen. Zuerst ein bisschen abschmecken. Ich nehme das gekühlte Jajik aus dem Kühlschrank und decke das auf. So, drehen wir das um. Das fülle ich jetzt in kleine Schälchen. Verzieren kann man das Ganze noch mit etwas Olivenöl und auch etwas Dill. Und fertig ist mein Jajik. So, meine Ladies and Gentlemen, das Jajik ist geworden, ist einfach zu machen. Dauert so ungefähr 5 Minuten, nicht mal. Und ja. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, meine Ladies and Gentlemen.